Lust. Die Lichter gehen aus, Träume an. Doch wer sagt, dass es hier enden muss? Also komm schon, die Nacht ist jung und bis zur Euphorie ist nur ein Katzensprung. Inmitten von bezaubernden Geschöpfen, alle von der Sehnsucht hierher getrieben, um das Leben und die Liebe zu zelebrieren. Denn auf St. Pauli brennt noch Licht. Hallo Berlin! Hallo! Ich bin froh, dass sich nur einer umgedreht hat. Überhaupt einer, aber ich bin froh, dass es einer ist. Ich brauche mich nicht entscheiden, ey. Geil. Granate! Du bist ja der deutsche Iggy Pop, oder was? Ja, damals sagte mir der norddeutsche Iggy Pop, haben sie gesagt. Ich bin Lutz. 62 und komme aus Verden, 30 Kilometer von Bremen. Wow. Ja, Lutz. Du bist eine coole Sau und eine Marke und ein Charakter und es ist toll, dich dabei zu haben. Danke, ja, für die auch. Aber hast du eine Band, Lutz? Du klingst so, als hättest du einfach eine Band oder schon ja, immer ich habe eine lange Band gehabt. Damals Punkrock gemacht und war auch mit Band unterwegs, aber wir haben immer auch gearbeitet, wir haben nie viele Gigs gehabt, aber ja. Da konnte ich mich immer therapieren. So in der Woche scheiß Job gemacht und so und am Wochenende konnte ich mich therapieren davon. Sehr das, gut. Das war gut. Das ist rausgelassen. Ja. Ist gut, ne? Ja. Hilft, oder? Geil. Oh, total. Ja, Lutz, was machst du außer Musik? Weil du bist so top in shape, was ist dein Geheimnis? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Einfach... Nee, ich habe damals viel Sport gemacht, habe Judo gemacht, habe Fußball gespielt, habe auch Sex und Drugs und Rock'n'Roll gelebt. Also ich habe eigentlich alle Facetten schon hinter mir in meinem Leben und bin total glücklich, dass ich hier bei euch sein darf. Und ich finde die Worte gerade nicht. Es ist so. Yeah! Ja! Genau, das ist ein gutes Wort. Das ist genau das richtige Wort dafür. Ich freue mich immer. Oh, cool, ey. Geil. Geil. Oh, sorry. Ach, meine Güte. Yes! Das ist schön.